Hallo und herzlich willkommen zurück bei Martha is Dead. Und mir ist aufgefallen, ich habe die letzten zwei Folgen am Anfang gesagt, Martha is back. Leute, keine Angst, Martha ist nicht back. Ja, ich habe mir einfach nur versprochen. Ja, und ja, schön, dass ihr da seid. Ja, mal schauen, wie der ganze Wahnsinn weitergeht. Ich will gar nicht so viel quatschen. Ich bin einfach irre neugierig. Wir wollten ja noch das Tonband checken, weil das hatten wir ja gestartet, weil sie wollte ja das Geständnis der Mutter aufnehmen. Und da müsste das jetzt auch alles drauf sein, weil sie will ja unbedingt nochmal die Stimmen hören. Also dann ab ans Tonband, würde ich sagen. So, da bin ich mal gespannt. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich, hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte, und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los, abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte, nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Nee. Nee. Ich will nicht mit dem Puppentheater spielen. Nee. Das ging schon beim letzten Mal nicht gut aus. Ja, ja, also keine Ahnung, aber haben wir doch eine gespaltene Persönlichkeit vielleicht? Und es gibt diese Schwester gar nicht. Lasst mich mal was gucken, schnell. Album. Aber wir haben doch auf dem Bild, wartet mal, wir haben das Bild, wo sie die Schwester aus dem Wasser trägt. Wir haben, oder sieht sie das vielleicht nur auf den Bildern irgendwie? Also, weil wir ja das aus ihrer Sicht erleben, bildet sie sich das alles ein vielleicht? Weil die Mutter klang ja jetzt auch recht, ja, schon recht liebevoll und dass sie sich Sorgen gemacht hat und sie war so verwundert von dem mit der Schwester. Fragen über Fragen. Ich will nicht mit dem Puppentheater spielen, wirklich nicht. Also ich, ich mag nicht mit dem Puppentheater spielen. Nachher haben wir wieder irgendwelche Köpfe in der Hand oder ja, was weiß ich was, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, wir müssen das machen, oder? Dann gehen wir nochmal hoch.
Ah, hier. Leute. Das Übel. Boah, sie spielt das aber auch so. Ja, ne? Also allein schon die Szene, als sie da die Mutter zerlegt hat, ja? Also hier da, ne, wie, oh Gott. Wie ruhig sie das gespielt hat, wenn du überlegst, dass es ja wirklich gemacht hat, so wie es aussieht, ja? Ich will, oh Gott, okay, los geht's. Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Ui. Da haben wir die Nanny. Und los geht's. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ah, das ist Irene, das heißt ja die Mutter. Ich spüre einen stechenden Schmerz. Brauchen Sie etwas? Ich kann es spüren. Es ist soweit. Ja, erst mal Fenster aufmachen. Und nun? Ah, hier. Das Handtuch nehmen, natürlich. Heißes Wasser und Handtuch. Kennen wir. Kann mir irgendeiner mal erklären, was machen die immer mit dem heißen Wasser? Ja, habe ich nie verstanden, auch in den Filmen nicht. Was macht man mit dem heißen Wasser? Alles ist vorbereitet. Alles ist vorbereitet. Habe ich gerade gesagt. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich, Hilfe! Irene, geht es nicht gut? So, jetzt, warte mal. Wie kriegen wir jetzt den Vater? Ah, hier. Okay. Wie geht es dir, mein Schatz? Oh, wir haben keinen Ton. Ich werde immer schwächer. Telefonieren? Ja, manchmal haben wir leider so kleine Bugs, wo der Ton so ein bisschen fehlt. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, ist kein Riesenstudio, ist absolut verzeihbar. Doktor, beeilen Sie sich, Irene ist krank. Jetzt wechseln wir zum Doktor. So. Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Pressen, Irene. Pressen. Und atmen. Atmen und pressen. Atmen. Gebären. Dann gebären wir mal. Was? Wie? Hä? Moment. Was? Oh. Da haben wir beinahe verkackt. Oh, ich hasse das, ne? Ja, gleich haben wir's. Ist für mich anstrengender als für dich, ehrlich. Hä? Warte mal. Was ist denn hier los? Oh, oh, oh. Ja, gleich pressen, komm. Ja, glaub mir, ich hab auch keinen Spaß. Nee, ehrlich nicht. Oh, oh, ist ja übel. Warte mal. Hey, Sekunde. Was ist denn das? Ich krieg das nicht hin, oder was?
Alter, so langsam kann man doch gar nicht tippen wie ich. Sekunde. Kriegst du richtig ab, oder was? Ach, man muss das gar nicht so schnell machen. Wenn ich das gewusst hätte. Ja? Oh, doch. Hä? Ja, was ist denn das jetzt? Hä? Leute, ich kriege einen zu viel, ehrlich. Warte mal, das Tastatur an der Stelle. Ich das gewusst hätte. Gleich haben wir es. Hä, warum bricht denn das immer ab? Ich mache doch nichts anders. Die wollen mich doch verarschen, oder? Oder muss man jetzt schneller werden? Oh, jetzt haben wir es. Ja, gleich. Oh, ja. Oh, Leute. Ich hasse sowas, ne? Also. Oh. Puh. Eieiei. Bring mir mal eine Zigarre. Ehrlich. Das Baby ist da. Puh. Wie geht es dir, mein Schatz? Was? Sie fühlt sich verrottet? Was? Alles wird gut. Stand er gerade verrottet? Arme Mama. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt, schon seit ich geboren wurde. Okay. Ja, ich habe jetzt nur ein Kind gesehen, das geboren wurde. Also ich will es jetzt nur mal sagen. Ja? Also vielleicht sind wir doch irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit und hier ist auch nur ein Kind. Sprechen und den Hund streicheln. Wir wollen den Hund streicheln. Sprechen. Oh, sprechen. Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe Durst. Mama, ich bin müde. Oder Mama, ich muss mal. Ich habe Durst. Mama, ich habe Durst. Du hast gerade etwas getrunken. Du hast gerade etwas getrunken. Sprechen oder den Hund streicheln. Wir sprechen wieder. Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe Hunger. Es ist noch nicht Zeit zum Essen. Hör auf, so eine Heulsuse zu sein. Mama, ich bin müde. Oder Mama, ich muss mal. Dann immer, Mama, ich muss mal. Mama, ich muss mal. Und? Was soll ich dagegen tun? Also ich wäre jetzt eigentlich entsetzt über die Antworten, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das einfach nicht nur ihre verdrehte Realität ist, die sie sich irgendwie ausmalt oder zurechtdenkt. Also Mama, ich bin müde. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Den Ballon nehmen. Also wenn jetzt noch ein Clown kommt, dann bin ich raus. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ja, okay. Kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen! Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen! Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Den Stock nehmen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Oh, ich will nicht, aber... Ja, wir müssen ja. Leute, Gewalt ist nie eine Lösung, ja? Dumm.
Nee. Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen würden. Ist hier vielleicht Martha entstanden? Das ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Kann das sein, dass hier vielleicht Martha entstanden ist in uns? Weil jetzt haben wir auch plötzlich zwei, ja, nicht mehr ein. Und ja, so ein bisschen als, man hat das ja gesehen, dass das, als die Mutter dazugeschlagen hat und die Porzellanpuppe kaputt ging und was da drunter war, als würde es sich wandeln. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht rede ich auch nur Quatsch, also wir machen einfach mal weiter. So, sprechen, leise weinen oder den Krug nehmen. Und wir sind jetzt Martha. Wir machen mal sprechen. Sprechen? Können wir bitte kuscheln? Ich liebe dich, Mama. Uff, ich langweile mich. Können wir bitte kuscheln? Sprechen? Ja, ich mag dieses Spiel. Nein, das will ich nicht. Hör auf, mich zu nerven. Ich mag dieses Spiel. Ja, ich mag dieses Spiel. Dann Martha knuddeln. So, sprechen, weinen, den Krug nehmen, den Krug auf den Boden werfen. Wir sprechen mal. Können wir Backe-Backe-Kuchen spielen? Können wir Backe-Backe-Kuchen spielen? Irgendwie geht's gerade nicht weiter. Was ist das? Müssen wir wechseln? Ah, wir müssen von Hand zu Martha wechseln. Oh, wir hängen da in der Luft. Oh, sorry. Erstmal wieder auf den Boden. Zack. So, sprechen. Nein, das will ich nicht. Also gut, ja. Du bist eine Nervensäge. Naja, komm, die können ja spielen. So, Backe, Backe, Kuchen mit Martha spielen. So, dann ich liebe dich, Mama, weinen, den Krug nehmen. Wir machen mal, ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich, Mama. Keine Antwort. Sprechen. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Geh jetzt mit deiner Schwester spielen. Geh jetzt mit deiner Schwester spielen. Geh jetzt mit deiner Schwester spielen. Okay, dann wechseln wir wieder zu Julia. Weinen, den Krug nehmen, den Krug auf den Boden werfen. Und was können wir denn bei Martha noch machen? Sprechen, leise weinen, den Krug nehmen. Sprechen machen wir. Ich liebe dich, Mama. Mein Schatz, Mama hat dich so sehr lieb. Okay, also Martha das ist echt verwirrend. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen oder Julia, spiel mit deiner Schwester? Wir sagen hier. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Weinen, den Krug nehmen. Na, wir weinen mal, weil... Und uns hat sie ja nicht geantwortet mit ich hab dich lieb.
Hör auf, diese Geschichten zu erfinden. Hör auf, diese Geschichten zu erfinden! Welche Geschichten? Julia, spiel mit deiner Schwester. Okay. Julia, spiel mit deiner Schwester. So, den Krug nehmen. Ja gut, wir haben ja keine andere Möglichkeit mehr. Wir nehmen jetzt mal den Krug. Und den Krug über Marthas Kopf abgießen. Ja, wir haben... Ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit. Dann machen wir das mal. Was machst du da? Bist du verrückt? Was machst du da? Bist du verrückt? Sprechen. Ist alles Marthas Schuld. Ich bin wütend auf dich. Also ich würde das jetzt nicht gerne auf Martha schieben. Also falls es sie doch gibt, ich will einfach nur wissen, was die Mutter sagt. Ja, wenn wir das sagen, das interessiert mich gerade. Ne? Es ist alles Marthas Schuld. Ich glaube dir nicht. Das habe ich gesehen. Du hältst dich für so schlau. Das habe ich gesehen. Du hältst dich für so schlau. Und jetzt? Wir gehen wieder auf Julia. Ich bin wütend auf dich, dass ich nicht war. Du hast mich nicht gesehen, Lügnerin, Lügnerin. Das ist nicht wahr. Du hast mich nicht gesehen, Lügnerin, Lügnerin. Lügnerin? Wer? Jetzt wollen wir mal sehen, was mit dir passiert. Julia ergreifen. Oh, ich habe ganz vergessen, wir hätten bei Martha bestimmt auch noch was auswählen können. Jetzt! Tut mir leid, Mama, es tut mir so leid. Komm mit. Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör. Okay, also sie ist wohl an den Stuhl gefesselt. Das ist doch so nicht passiert, oder? Also das hat doch die... Wir gucken mal. Tut mir leid, Mama. Ich werde es nicht mehr tun. Versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Befreiungsversuch. Steh still! Aber wie sitzt denn? Wir rufen mal um Hilfe. Hilfe! Aber wir lassen schön den Hund in Ruhe, Leute, ja? Nee, mach ich nicht. Nee, ich will jetzt aufhören. Nee, wir lassen schön... Nee, komm, Leute. Das... Oh. Du machst jetzt aber nix, oder? Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen. Nee, oder? Oh je. Lass meinen Hund in Ruhe. Nee. Oh, Leute, ehrlich, boah. Den Hund töten. Es bringt nichts zu schreien, dummes Girl. Das ist doch nicht passiert, oder? Nein, Mama, bitte. Das wäre ja die Mutter aus der Hölle, wenn die den Hund kochen würde vor ihren Augen. Also, und was da vielleicht noch folgt, wenn man jetzt mal das hier so weiterdenkt, ja, dass das ja eine Bestrafung ist. Das wäre doch die Mutter aus der Hölle, wenn ich... Ich glaube, wir sind wirklich... Ne? Also,
wir haben, glaube ich, nicht alle Murmeln beieinander und haben vielleicht irgendwie eine total verdrehte Wahrnehmung von dem, was passiert ist oder so. Du bist verrückt. Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Hilfe, Papa, Hilfe. Ja, komm mal. Hilfe, Papa, Hilfe. Ja, Papa ist scheinbar nicht da. Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da, wie immer. Boah, Julia füttern. Ich hab... Ja, ich dachte mir, das war schon. Ist das... Boah. Ablehnen, ja? Nein. Ist... Julia, Ohrfeigen. Nee, das essen wir nicht. Ablehnen. Ich werde ihn nicht essen. Vor allem, wie sie das sagt, ich werde ihn nicht essen. Und zack. Ich sagte es. Puh, ja, jetzt werden wir wohl essen. Ich hasse dieses Puppentheater. Ich hasse es. An mich zu erinnern. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort, ein Zuhause für deren Kinder. Don Attilio, der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. Ja, dann gehen wir mal den Priester anrufen, würde ich sagen. Boah, ich mag nicht mehr mit dem Puppentheater spielen. Wirklich nicht. Also, das da keine Lust mehr drauf. Ja. Ich werde mich künftig weigern, mit dem Puppentheater zu spielen. Und in allen künftigen Spielen werde ich keine Puppentheater mehr benutzen. Definitiv. Wie ist denn die Nummer von dem Don Antilio? Wartet mal, hier. Das Telefon. Don Antilio 6938. Ja, 6938. 6... Drei, acht, hier spricht Don Attilio. Wer ist da? Ja, wir brauchen, glaub, viel Hilfe. Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ich weiß nicht, ob jetzt ein katholischer Priester eine gute Idee ist. Also, wir haben echt schon genug Mist gesehen. Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Nein! Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. Ich will nicht mit den Puppen spielen, wirklich nicht. Die Frage ist, müssen wir mit den Puppen spielen? Das ist halt jetzt so die Frage. Wartet mal. Das Telefon, das Puppentheater, oje. Nimm das Fahrrad, ja Gott sei Dank. Nimm das Fahrrad und fahre nach San Casciano. Ja, dann ab. Ich will hier raus, ehrlich jetzt. Oh, hier, da. Na, also, wir haben es gesehen, wir mussten damit nicht mehr spielen. Wo ist denn hier der Ausgang? So hier. Und hier ist unser Fahrrad. Und dann... Wahrscheinlich werden wir jetzt noch irgendwie erschossen oder was weiß ich was.
wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs zur Stadt sind und das auch noch nachts. Boah, das ist wirklich, also das, mich hat schon lange kein Spiel mehr so, das ist eine unglaubliche Mischung, finde ich. Also so zwischen teilweise Faszination, Ekel, Grusel, ja, also mich hat schon lange kein Spiel mehr wirklich so mitgerissen und ich wollte einfach wissen, wie geht's weiter und wie endet's und also ich bin mega neugierig und ja, absolut cooles Spiel auf jeden Fall. Kauft euch das, wenn ihr selber Bock drauf habt, es mal zu spielen oder was anders zu machen oder so, als wir das hier gemacht haben, dann, also ich kann es wirklich empfehlen und es ist natürlich auch immer nochmal eine ganz andere Sache, wenn man selber spielt, ja, Wahnsinn. Also absolute Kaufempfehlung. Nee, halt, warte mal, hier war Friedhof. Aber wo ist die Stadt? Nee, halt, Stadt. Ach, Leute, bin ich blöd. Warte mal, Stadt ist ja hier da drüben. Das, was brennt, oder? Mist. Ups. Ja, Fahrradfahren will gelernt sein. Wartet mal kurz. Hier so. Ha, jetzt aber. Ha. Nee. Mist. Aufstehen. Jetzt... was habe ich jetzt gemacht? Ah, jetzt wird's hier so. Warte mal, aber wie kommen wir denn dann in die Stadt? Ah, okay. Nee, hä? Aber wir müssen da durch den Wald fahren, oder? Kann das sein? Hier ist der Bauernhof. Ach, Mist. Und nochmal zurück. Sorry, Leute. So, hier, zack. Mist. Mann, ich hab das ja verwechselt am Anfang, dass das die Stadt ist. Und hat das irgendwie noch so im Gedächtnis. Deswegen nochmal zurück. Sorry. Haben's gleich. Aber dann haben wir das auch nochmal gesehen hier. Ist doch schön. Und mal bei Nacht. Wie gesagt, ich hoffe, wir werden jetzt nicht irgendwie erschossen, weil wir auf dem Fahrrad unterwegs sind, was ja eigentlich verboten ist. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, wir müssen da irgendwie am Bauernhof lang. Wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe. So, also da... Warte mal. Oh, wie übel, ne? Also ja, wir haben definitiv... Und, okay, dann rechts. Da lang. Dann hier runter. Ja, das ist ein bisschen... Und jetzt geht's, glaub ich, hier Richtung Stadt. Nee, oder? Können wir das Tor aufmachen? Wartet mal. Nee, müsste doch, oder? Karte, Stadt. Wie kommen wir denn zur Stadt? Na, Mann, Leute, ehrlich jetzt mal. Ah, wie ärgerlich. Ja, sorry. Wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. War jetzt nicht schon schwierig genug? Können wir nicht absteigen und das schieben gerade? Das ist so einfach, oder wir laufen da einfach hin. Leute, jetzt mal ehrlich. So, also hier lang. Dann wieder vor. Sorry. Ja, aber irgendwie auch romantisch, oder? Ne? Hier die brennende Kapelle. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, pass auf. Hier, zack. Zack, vor, rechts. Okay, alles klar, Hammer. Geht. Sorry, Leute. Ich sag ja, ich und mein Orientierungssinn. Wir haben Spaß miteinander. So, jetzt. Zack, und dann nach rechts. Und dann kommen wir Richtung Stadt. Also, hoffe ich. Ah, guck mal da oben. Die Stadt. Auf Anhieb gefunden. Super, oder? So. Warum wird es jetzt dunkel? Und warum radeln wir noch? Warnung. Das folgende Kapitel enthält eine Szene, in der Selbstverletzung dargestellt wird. Einige Spieler könnte dies beunruhigen. Möchtest du lieber die zensierte Version ansehen?
Ihr seid ja jetzt gewarnt, würde ich sagen, oder? Also, wenn ihr damit nicht zurechtkommt, dann schaltet weg, ja? Diese Jungs, sie wurden alle getötet und das war meine Schuld. Sie waren in meinem Alter und ein paar von ihnen waren unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Aber war es nicht offensichtlich? Was hatte ich denn eigentlich erwartet? Ich fühlte mich wie ein Feigling. Aber was hätte ich tun können? Hätte ich meinen Vater verraten sollen? Ich liebte meinen Vater, aber ich liebte auch meinen Freund Lapo. Auf wessen Seite stand ich? Ich hörte einfach auf mein Herz. Ich dachte, dass ich das Richtige tun würde. Aber stattdessen war es das Schlimmste, was ich hätte tun können. Das ist jetzt in Bezug wahrscheinlich darauf, dass wir dem Vater diese Pläne der Partisanen verraten haben, denke ich mal. Und ich frage mich jetzt halt, ob inwieweit wir vielleicht hier eine Änderung gehabt hätten, wenn wir anders gehandelt hätten. Ich habe mich von allen Soldaten ferngehalten. Deutsche oder Alliierte, sie alle hatten mir Schaden zugefügt. Ich wollte mit keinem zu tun haben, egal aus welchem Grund. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier den Pfarrer suchen, ja? Lass uns mal gucken. Kirche. Aber echt schön gemacht, guck mal. Wirklich cool, ne? So, ich denke, Kirche, da haben wir zumindest mal ein Kreuz drauf, wir gucken mal. Als ich diese Schwelle überschritten hatte, verlor ich den Bezug zur Realität völlig. Jeder um mich herum war gestorben, während ich alles überlebt hatte. Wie sie das sagt, verlor ich den Bezug zur Realität völlig, als wüsste sie schon, dass vorher die Realität jetzt vielleicht nicht ganz so die Ware war. Wir schauen mal hier. Ah, das sind wir oder Martha. Was sind das für Leute? Leute, warum kommen am Ende immer irgendwelche gruseligen Puppen? Ja, dann gehen wir mal in den Beichtstuhl, würde ich sagen. Das ist alles sehr merkwürdig. Was ist jetzt Apokalypse oder was? Und dann noch schön mit Ave Maria dahinter. Wir gehen mal los. Leute, ich glaube, wir wären in so einer Anstalt wirklich besser aufgehoben gewesen. Also, na, da sieht man mal, wie man sich vom ersten Eindruck immer täuschen lassen kann. Ich glaube, die Mutter hat echt nichts gemacht, ne? Also. Ich weiß nicht mehr, wie es abgelaufen ist. Ich erinnere mich nur an ein helles Licht und dann wurden Fotos von mir gemacht. Da war ein weiß gekleideter Mann, ein Arzt, nehme ich an. Er stellte mir Fragen, aber ich verstand sie nicht. Er schrieb etwas auf ein Stück Papier und dann brachten mich zwei Krankenschwestern weg. Ich war in der Nervenheilanstalt. Einige Frauen führten Selbstgespräche,
Andere weinten. Einige waren sogar mit ihrem eigenen Kot verschmiert. Andere waren gewalttätig und versuchten, sich auf jede erdenkliche Weise zu verletzen. Da war diese eine junge Frau, die sich den ganzen Tag lang selbst befriedigte. Unaufhörlich, bis zu dem Punkt, an dem sie zu bluten begann. Also fesselten sie sie ans Bett. Sie schrie, fluchte und redete tagelang Unsinn. Sobald ihre Wunden verheilt waren und sie losgebunden wurde, fing sie einfach wieder an. Diese Frau war ich. Sie gaben mir dann Injektionen. Was sie mir gaben, ließ meinen ganzen Körper erbeben. Ich brach mir einen Wirbel und einen Knöchel. Ich glaube, es hieß Cardiazol oder so ähnlich. Mein Körper war wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden wollte. Wenn es scheinbar gelöscht war, kam es zurück. Sogar stärker als zuvor. Am Ende haben sie jedoch gewonnen. Ich hörte auf zu schreien und zu masturbieren. Und ich hörte auf zu denken. Es bestand keine Notwendigkeit mehr für eine Therapie. Etwas in mir war gestorben. Aber trotzdem bestand ich darauf, diese schmerzhafte Reise fortzusetzen. Ich war stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. Oh je. Ja, dann nehmen wir mal Platz. Mir stellt sich jetzt halt so ein bisschen die Frage, was ist denn wirklich alles passiert und was ist vielleicht nur ihrer kranken Fantasie entsprungen? Bist du? Warte. Warte. Ich brauche Antworten. Geh nicht weg. Sprich mit mir über Martha, bitte. Alter, ich hab so Gänsehaut. Martha ist tot. Ich bin Martha. Martha existiert nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, Martha existiert nicht, oder? Dass wir uns das alles eingebildet haben und irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit haben, oder? Martha existiert nicht. Sie hat nie existiert. Sie ist nur ein Hirngespinst. Unmöglich. Ich erinnere mich an sie. Ich habe sie geliebt. Sie ist ein Teil von mir. Sie ist eine Erfindung. Sie ist ja schon ein Teil von uns. Also, in unserer Vorstellung. In gewisser Hinsicht existiert Martha. In mir. Ein Teil von mir ist Martha und ein anderer Teil ist Julia. Das tut extrem weh. Und Mama? Lebt sie? Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was... ist irgendwie Fantasie, was ist jetzt Realität? Ich bin wirklich total verwirrt, ja? Ich weiß nicht, ob die Mutter wirklich tot ist oder ob sie sich das alles nur eingebildet hat oder... Oh, aber die Tonbandaufnahmen... Wenn wir mal davon ausgehen, dass sie das Tonband, als sie dann wieder klar war, abgehört hat, da hat man das ja auch gehört. Also ich würde mal sagen, sie ist tot. Aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr Tod könnte eine Erfindung von mir sein.
Oder ist vielleicht alles so gelaufen, wie ich es in Erinnerung habe? Ich werde von Zweifeln geplagt. Was ist mit Papa? Die Soldaten? Ist das wirklich passiert? Auch das weiß ich nicht, ehrlich. Also, da war ja auch kein Blut oder sowas in dem Raum. Ja? Also, wenn die den da erschossen hätten oder sonst irgendwas, dann... Vielleicht haben die den nur weggebracht. Ich weiß es nicht. Also, ihr spürt meine Verwirrtheit, aber ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich an diesen Moment zurückdenke, ist alles verworren. Ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Keine Antwort ist vielleicht die schmerzhafteste Antwort. Was ist mit Nanny? Ihr geht's gut, ich weiß es nicht, sie ist tot. Ja, gleiches Spiel, auch das wissen wir eigentlich nicht. Lasst uns mal überlegen, war da jemand zu Hause, als Nanny angerufen hat oder nicht? Ich weiß es nicht, es tut mir leid, es ist wirklich, weil, ne, es ist einfach, es kann alles Einbildung gewesen sein. Ich habe Nanny so lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert sein könnte. Wer weiß, wo sie ist, das arme Ding. Ich habe Angst, nach Lapo zu fragen. Ihm geht es gut, er ist tot, Lapo gibt es nicht. Nee, den gab's schon, oder? Ich glaube, der ist wirklich tot. Ist tot. Er wurde von einer Landmine zerfetzt. Er geriet in Schwierigkeiten und bezahlte mit seinem Leben. Mein lieber Freund. Armer Junge. Genau wie ich es in Erinnerung hatte. Leider. Eine letzte Frage noch. Die Schwangerschaft? Es gab keine Schwangerschaft. Ich war schwanger. Ich glaube schon, dass sie schwanger war. Wir hatten ja den einen Tag, hatten wir ja dieses mega blutverschmierte Bett. Und ich glaube, dass da einfach irgendwas mit dem... Ja, dass da irgendwas passiert ist. Ich war schwanger, aber dann hatte ich eine Fehlgeburt. So viel Blut an dem Morgen. Dann beschloss mein Verstand, dass die Dinge anders abgelaufen waren. Wer weiß, was ich noch alles verheimlicht habe. Das reicht jetzt. All diese Fragen sind sinnlos, nicht wahr? Es steckt alles in uns drin. Wir müssen nur den Spiegel drehen. Ist nicht alles nur die Reflexion einer unerklärlichen Existenz? Nichts weiter als ein Puppentheater. Oh, ich traue mich gar nicht, den Spiegel jetzt zu drehen. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Mit offenen Armen für alles bereit. Sogar zum Töten. Beine immer bereit zum Laufen. Die Gebärmutter, die in Sünde gezeugt hat. Schließlich der Verstand. Um uns zu schützen, hat er uns in Monster verwandelt. Auf jeden Fall können wir so nicht leben, oder? Ich kümmere mich darum. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich versuche zu schlafen,
wenn ich kann. Ich habe das im Griff. Übernimmt jetzt quasi Martha, also diese Persönlichkeit Martha, übernimmt jetzt wohl das Leben der beiden. Oder denke ich, dass es das darstellen soll. Am 26. Juli wurde San Casciano bombardiert und die Kirche zerstört. Aber da war ich nicht mehr dort. Ich war da schon in der Anstalt. Ich trotzte so ein weiteres Mal dem Tod. Die Bomben hatten mich nicht umgebracht und ich habe auch mich selbst überlebt. Der wahrlich absurdeste Test und zugleich der härteste. Der Krieg ist seit einiger Zeit vorbei. Sowohl da draußen, als auch in mir selbst. Ich war auf der falschen Seite des Tores, aber jetzt kann ich das Blatt wenden. Das Leben öffnet wieder seine Pforten, nicht wahr? Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mich selbst zu überleben, hätte ich wirklich alles hingeschmissen. Wir denken, die Gefahr lauert überall darauf, zuzuschlagen. Aber die hinterhältigsten und trügerischsten Gefahren sind die in uns selbst. Sie wachsen, ohne dass wir es ahnen. Sie lassen uns leiden, verwirren uns komplett und nehmen uns alle Selbstachtung. Ich hätte gern um Hilfe gebeten, aber ich war allein. Das ist meine Geschichte. Danke, dass Sie hier sind. Dass sie mir zuhören. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Wie lange dauert es nach Haus? Zum Glück ist es heute möglich, um Hilfe zu bitten und sie zu erhalten, auch wenn wir alleine sind, auch wenn wir verzweifelt sind, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre das Leben sinnlos. Wenn es nichts mehr gibt, das uns am Herzen liegt, liegt dies nur daran, dass wir es nicht mehr sehen können. Es gibt immer etwas Wichtiges, vielleicht gleich um die Ecke. Wenn du selbst oder jemand, den du kennst, Probleme hat, findest du Informationen und Krisenhilfen unter http://safeinourworld.org/find-help. Ja, Leute. Boah. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Ja. Was für ein Trip, oder? Wahnsinniges Spiel, wirklich wahnsinnig gut. Ich war schon lange nicht mehr von einem Spiel wirklich so geflasht und mitgerissen und der Wahnsinn, ja. Wirklich ein sehr, sehr kleines Studio. Nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Riesenspielenschmiede. Ich glaube, die würden auch so ein Thema gar nicht anpacken wahrscheinlich, ja. Aber es ist gut, dass auch solche Themen angepackt werden, finde ich, und in Spielen verarbeitet werden, weil gerade damit erreicht man ja heute auch die jungen Leute hauptsächlich und ich bin begeistert, wirklich. Begeistert, fasziniert. Teilweise war ich angewidert, also alles, ja. Also es hat ein unglaubliches Spektrum geliefert, dieses Spiel, und eine unglaubliche Atmosphäre und ein, zwei kleine Bugs, aber die sind absolut verzeihbar, alles gut. Leute, ich bedanke mich fürs Dabeisein.
dass ihr mich auf diesem Trip begleitet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Abo, ein Like da und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und wie ihr das Ende deutet. Und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Let's Play. Ciao.